Hallo, schön, dass du wieder reingeschalten hast. Oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal bei mir. Ich möchte heute ein ganz besonderes Produkt vorstellen. Und zwar habe ich über die Markenjury zwei Make-ups zugeschickt bekommen, die ich testen darf. Und zwar sind diese Make-ups von Perfect Match von L'Oréal. Diese beiden Nuancen, die unterscheiden sich kaum. Einmal ist das die Nuance beige-rose und einmal golden-beige. Okay. Und damit möchte ich heute mein, ja, liebstes Herbst-Make-up mit euch gemeinsam schminken. Ein total alltagstaugliches Make-up. Und ich verwende dazu, was nehme ich? Das hellere, die hellere Nuance, und das ist Rose, Beige, Beige, Rose, wie auch immer, ist beides möglich. Das Tolle an diesem Make-up: Ihr braucht keine Foundation, ihr braucht keinen zusätzlichen Puder. Es ist auch gleichzeitig ein Concealer und es ist halt Make-up. Das sind gleich vier Produkte in einem. Ja, und das trage ich jetzt mal auf. Zusätzlich verwende ich dann noch ein Puder, einfach um das Ganze zu fixieren. Vielleicht auch Macht der Gewohnheit, auch wenn man kein Make-up braucht. Ich habe aber das Gefühl, dadurch, dass ich Mischhaut habe, fange ich früher oder später mit dem Glänzen an. Und deswegen verwende ich einfach zusätzlich noch ein Puder. So, weiter geht's. Ich trage dann immer als nächstes das Rouge auf. Ich weiß, manche machen das erst zum Schluss. Ich mache das einfach, weil ich so gewohnt bin. Mag es einfach ein bisschen frisch auszusehen durch das Rouge. Nicht ganz so maskenhaft. Okay. Als nächstes kommt eines meiner Lieblingsprodukte für den Herbst. Da trage ich das helle Beige am oberen Augenbrauenrand auf. Ich sehe gerade, man sieht das hier auf dem Film noch extremer von den Farben als in meinem Spiegel. So, als nächstes kommt der hellere Ton. Den tragt ihr auf den Flächen hier auf. Und ich ziehe den recht weit raus. Ungefähr so weit, wie ich das Weiße auch rausziehe. Setze es auch weiter vorne an.
Okay. Als nächstes kommt das Kupferfarben. Das tragt ihr genau auf dem beweglichen Lid auf. Das ist eine tolle Farbe, finde ich. Okay. Und zum Schluss das ganz dunkle einfach als Lid wie ein Lidstrich verwenden, oben und unten. Ich mag diese weichen Übergänge dadurch, dass man den Lidstrich im Grunde mit dem. Eyeshadow macht. So. Okay. Und bevor wir jetzt mit dem Mascara loslegen, verblende ich das Ganze noch kurz ein bisschen. Damit man nicht so angemalt wirkt, sondern man schöne weiche Übergänge bekommt. Okay. Jetzt kommt noch die Mascara. Muss ich meinen Spiegel doch mal nehmen. Unten trage ich nur ganz, ganz wenig auf, dadurch, dass wir ja durch den Eyeshadow schon relativ viel Farbe haben. Eigentlich braucht man unten auch gar kein Mascara auftragen. Würde auf den oberen Wimpern reichen. Okay. Komm mal ein bisschen näher zu euch ran. Und um das Augen-Make-up abzurunden, ihr seht schon, ich habe relativ dichte Augenbrauen. Meine Zahnbürste. Damit kämme ich einfach nur die Augenbrauen in Form zum Schluss. Und dann tragen wir noch einen Lippenstift auf. Hier kommt auch einer von L'Oréal zum Einsatz. Die Farbe von L'Oréal Colorish. Ich habe mich in die Farbe total verliebt. Farbe 374. Intense Plum. Moment, ich zeige euch die mal. Ist die nicht toll? Unglaublich. Und er hat eine unglaubliche Farbabgabe. Okay. Das ist mein Alltagslook im Moment im Herbst.
Bin gespannt, wie er euch gefällt. Ihr könnt mir einfach Kommentare hinterlassen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps für mich. Ja. Und vielleicht sagt ihr mir auf meinem Blog, wie euch dieses Make-up gefallen hat. Dort findet ihr nochmal alle Informationen zu dem Make-up gesammelt in einem Blog-Eintrag. Den verlinke ich euch diesmal hier runter unter dem Video. Und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und ihr vielleicht fleißig mit mir kommentiert. Tschüss!